sie die Person aber nicht sehen konnte, nun, dann ist es sowieso irrelevant, wo sie stand. Bedeutet dies, dass der Angreifer ebenfalls eine dieser Robin trug? Dies ist unmöglich, Urgericht. Wie die Zeugin schon zuvor angab. Ich bin reich und ihr nicht, wie ich angegeben habe. Nur Bewohner des Burgeswaldes sind in der Lage, diese Roben zu sehen. Robben, Robben! Entschuldigt. Robben. Zusammengefasst. Der Angreifer muss eine Hexe gewesen sein und muss sich mittels Magie unsichtbar gemacht haben. Damit meint ihr die große Hexe Arcana? Sorry, ich bin wieder da. Yay. Da ging es. Yay. Was? Sie war weg? Ist auch nicht mitbekommen. Ich war nur da stoßen. Da gäbe es noch ein Detail, welches beweist, dass der Angreifer eine Hexe ist. Oh, und was soll das jetzt schon wieder sein? Die Zeugin sagte aus, dass sie das Bewusstsein verlor. Werft einen Blick in das Lima Magel. Und ihr werdet einen Spruch namens Somnus finden. Somnus? Zeugin, erlaubt mir euch diese Frage zu stellen. Ich backe einen Kuchen. Wollt ihr viel Nüsse oder lediglich Somnus? Habt ihr die Formel dieses Zaubers vernommen? Und nein, das ist keine Suggestivfrage. Jetzt, da ihr es erwähnt, ich kann mich erinnern, etwas derartiges gehört zu haben. Wie bitte? Kein was? Wie's? Wie bitte? Aha, da ist er ja! Somnus lässt jeden, der die Zauberformel hört, bewusstlos werden. Wir dürfen nicht vergessen, die große Hexe kann jede bekannte Magie nach Belieben wirken. Somnus, Schlafzauber! Ja. Wurde dem Liebermagie zugeführt. Zeugin, ändert eure Aussage, sodass sie diesen wichtigen Information beinhaltet. Ja, sofort. Mist, ich fasse es nicht, dass sie sich da rauswinden konnte. Dennoch gebe ich noch lange nicht auf. Ich mache weiter, bis wir endlich wissen, wer dieser Angreifer wirklich war. Mann, können Sie nicht einfach an den Hals von der Inquisitorin gucken? Ja. Ja, oder? Ja, oder. Möge die Befragung weitergehen. Warum habt ihr denn Gloria auf dem Kicker? Weil... Trägt Gloria ein Halstuch? Ein bisschen verdächtig. Ich würde sagen, es ist der Richter. Haben wir jemals den Hals des Richters gesehen? Ja, aber ich glaube, er hat keinen. Somnus. Okay. Ich hatte die Form Somnus und bevor ich mich umdrehen konnte. Ah, okay. Wurde ich hinterrücks angegriffen. Ja. Ja, dann Formel Somnus. Aber was macht denn Somnus? Was steht denn da genau? Genau. Lässt jeden bewusstlos werden, der die Formel hört. Auch den Zauberer? Ja, also der, oder hat, ach nee, der hatte Ohrenschutz. Okay, bewusstlos, ja, die Wirkung tritt sofort in Kraft. Na, ja, dann passt das schon wieder nicht, weil dann kann sie das Ding nicht abgerissen haben. Wenn sie sofort bewusstlos wird, sobald sie es nur hört, bevor sie sich umdrehen kann. Ja. 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 Musik, hey, jawohl. Yay. Frau Dorner, ich habe euch beobachtet, seit ihr in den Zeugenstand getreten seid. Und viele Wochen davor. Versucht ihr ständig verzweifelt, etwas vor dem Rest des Gerichts zu verbergen. Also vor den Möhrchen und den Erbschen. Ich frage mich, ob ihr dieses Sprichwort kennt. Lügen haben kurze Beine. Kurze Beine. Lüge, Lüge, das gibt eine Rübe. Patrick, das heißt Rüge. Bronco. Das heißt Bingo, du alter Sack. Es bedeutet, dass ihr mit Lügen nicht weit kommt. Eure Geschichte hat jetzt schon... nicht weit kommt. Ja, weil kurze Beine kommt man nicht weit. Außer man... Stimmt, das ist die Bedeutung. Oh.
Das war mir auch noch nie so bewusst. Ich finde dich gerade etwas genial. Ja, ja! Zum ersten Mal in meinem Leben. Aber du hast Eure Geschichte hat jetzt schon mehr Löcher als ein Schweizer Käse. Was ist die Schweiz? Ein Königreich. Die haben doch auch diese guten Schirme mit den Löchern. Sorry. Redet nicht solchen Käse, sondern kommt auf den Punkt, Verteidiger. Reden Sie schön. Ihr trefft nicht. Laut dem lieber Magai lässt Somnus. Es hat einen Moment gedauert, zugegeben. Ich denke, ich habe gerade so ein Bild vom Kekswichsen im Kopf. Oh. Das geht nicht. Kommt auf den Punkt, wer daneben trifft, darf ein Essen. Oh Gott. Laut dem lieber Magai lässt Somnus eine Person das Bewusstsein verlieren. Der Angreifer kann nicht mehr mitspielen. So steht es hier geschrieben. Die Wirkung tritt sofort in Kraft, sobald das Opfer die Formel hört. Ob oder fair? Ja, ob Opal oder Ferdinand. Ah! Ja! Ja, aber mir verzögert es sich gerade ein bisschen. Oh. Nee, genau, nicht Frau Dorner, ihr sagtet doch aus, dass ihr Somnus hörtet und so erst die Präsenz des Angreifers wahrnahmt. Dann habt ihr euch verteidigt. Von wegen, hättet ihr wirklich diese Formel gehört, dann wärt ihr niemals imstande gewesen, nach dem Anhänger des eures Widersachers zu greifen. Jetzt kannst du Jetzt ist das Und jetzt A. Oh, das kommt gut. A. Ruhe. Mit neuer Sommerhit 2018. Was bedeutet dies nun? Dies bedeutet, dass Frau Dorner nicht die Formel gehört hat, die sie vorgibt, gehört zu haben. Nein, stattdessen Zombus oder sowas. Zombus? Ja. Ich kenne nur Flixbus. Das Verkehrsmittel für Untote. Ja, der Zombus. Aber warum hat... Warum alles in Labyrinthia war dieses Mädchen dann ohne Bewusstsein? Jemand hat dafür gesorgt, dass Bella ohnmächtig war. Und als sie dann aufwachte, fand sie sich im obersten Geschoss des Glockenturms wieder. Es ist möglich, dass Bellas Bewusstlosigkeit darauf zurückzuführen ist. Irgendetwas außer Magie? Oder eine andere Hexe? Könnte ich mir jetzt zwei Sachen vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Also ehrlich gesagt sieht es nicht so aus, als ob uns irgendwas in eine falsche Richtung führt. Also irgendwas außer Magie oder eine andere Hexe? Weil wir kriegen nichts abgezogen, glaube ich. Schlafzauber, glaube ich. Es könnte sein, dass alle auf irgendeine Art und Weise uns auf die richtige Fährte führen. Aber ich glaube, eine andere Hexe auch eher nicht, weil Sophie war ja da oben und die gilt als Hexe. Dann können die ja einfach sagen, jo, dann war es Sophie. Ja. Ich würde stimmt, Hexe macht auch deswegen keinen Sinn, weil wenn es eine andere Hexe war, wäre man trotzdem beim Schlafzauber wieder und der ist es ja nicht. Also irgendwas außer Magie. Zum Beispiel ein Schuh auf den Kopf. Na, warte mal, also wenn wir jetzt was Falsches sagen, müssten wir ja entweder hier landen wieder oder weiterkommen. Ja, irgendwas außer Magie. Ich bin fürs Mittlere. Okay. Ich bin auch fürs Mittlere. Dann nehme ich fürs Mittlere. Die Antwort ist offensichtlich. Etwas anderes als Magie muss sie außer Gefecht gesetzt haben. Ein Schlag auf den Kopf. Hier gibt es nur Magie. Denn mit Magie macht das Zaubern Spaß. Scheibenpilzcremesuppe von Magie Meisterklasse. Das machen wir mal wieder. Bin ich immer noch so toll zusammengeschnitten. Und wenn ich fragen dürfte, was macht euch diesbezüglich so sicher? Könnte es nicht sein, dass ein anderer Zauber gewirkt wurde? Welcher denn? Das ist nicht möglich und gerade ihr solltet dies doch wissen. Bitte? Frau Dorners Behauptung, dass sie hörte, wie jemand die Formel sprach, ist absolut erstunken und erlogen. Und dennoch... Das wäre kein allzu großes Problem, hätte sie tatsächlich eine Formel gehört. Die geheime Krabbenburger-Formel! das ist korrekt! Aber
Ihrer Aussage zufolge kann dies nicht der Fall gewesen sein. Der einzige Zauber, der in der Lage ist, Bewusstlosigkeit hervorzurufen, ist Somnus. Das ist doch richtig, oder, Großinquisitorin Gloria? Verteidiger, wollte damit sagen, dass es neben Magic noch eine Möglichkeit gibt, weshalb Frau Dorna unconscious wurde? Mir fällt da genau eine andere Möglichkeit ein. Ich rede natürlich von einem Schlafmittel! Schafmittel? Ja, Schafmittel. Ein Schafmittel. Ein Schafnippel. Ein Schafnippel. Ach, das ist es, was sie abgerissen hat. Ein Schafnippel. Ja, das hat das Schaf ganz schön scharf gemacht. Oder weniger scharf. Erinnert euch, Frau Dorna sagte aus, dass der Angreifer ihr den Mund zuhielt, bevor sie schreien konnte. Mit seinem Schafnippel. Währenddessen konnte der Angreifer die Schlafmedizin anwenden. Chloroform? Ja, riecht das hier nach Chloroform? Ah. Riecht das hier nach Chloroform? Nimm mich! Die Frau Dorna ruckzuck ins Reich der Träume schickte. Ho, ho, in der Tat. Das ergibt Sinn. Nein, ich mach's jetzt nicht, Mark. Wobei ich selber schon runter auf die Tastatur geguckt habe in dem Moment. Euer Ehren, deshalb muss der Angreifer nicht unbedingt Arcana gewesen sein. Oder Arcani, oder Arquana, oder Flamara. Nachtara. Mal ehrlich, warum sollte ein geradezu allmächtiges Wesen voller magischer Kraft jemanden mit Schlafmittel betäuben? Oder warum sollte ein allmächtiges Wesen voller magischer Kraft zum Beispiel, weiß ich nicht, Leute dazu anstiften, sich in die Luft zu sprengen oder so? Oder mit LKWs in Menschenmassen zu fahren, wenn es doch so allmächtig ist? Jemand mit Schlafmittel betäuben? Gucken, was Josef Fritzl sagt. Einspruch. Der sagt Einspruch. Haltet ein, Verteidiger. Diese Person vermochte es ungesehen an den Wachen vorbei, in den Glockenturm zu schleichen. Und vielleicht war die Person noch schon lange drin? Sie muss also eindeutig Magie eingesetzt haben, um unsichtbar sein zu können. Oder es waren die Wachen. Man benötigt keine Magie, um unsichtbar zu werden, Großinquisitorin. Zieht man dies an, dürfte es ein Kinderspiel sein, an den Wachen vorbeizuschleichen. Ach so, ja. Die Robber Knight! Rob of the Night. Die Robbe der Night. Seal of the Night. So eine Rockband aus den 80ern oder so. Ja. Rob of the Night. Und doch, trotz alledem gibt es immer noch ein offensichtliches Problem. Frau Dorna? Punkt. Ja, bitte. Ihr habt vorher ausgesagt, dass ihr von vorne angegriffen wurdet, korrekt? Verbrennt dieselbe Hexe nochmal! Dieselbe Hexe nochmal! Sollte dies der Fall sein, dann gibt es nur noch eine mögliche Schlussfolgerung. Frau Dorna, ihr konntet das Gesicht eures Angreifers sehr wohl sehen! Wie kommt ihr darauf? Ich hab... Polizei. Du hast zwar Magie, doch ich hab Polizei. Ganz einfach, die Lösung habt ihr selbst geliefert. Freihaus mit Lieferando. Nur die Bewohner des Vogelswaldes. Ich krieg nicht mal Geld dafür, bitte lass das. Okay. Nein, Quatsch. Dann trinke ich jetzt noch einen Schluck Saskia Mineralwasser. Und ich trinke einen Köstritzer Schwarzbier. In diesem Sinne. Prost. Was? Ist natürlich Köstritzer Wodka. Ja. Nur die Bewohner des Pogeswaldes sind in der Lage, diese Robben zu sehen. Frau Dorna, dies bedeutet, es gibt einen Teil dieses Rätsels, den ausschließlich ihr kennt. Clark. Nur ihr könnt uns die Identität des Eindringlings und Angreifers verraten. Sie hat ein Halstuch. Ich bin der Meinung, sie sagt Sophie.
Weißt du, sie kann es vielleicht nicht sagen wegen des Code-Hex. Ein Hexadezimalcode. Ja. Ja. Das sind die 10 Grundzaubersprüche, die jede Hexe können. Ja, ja. Hexcode, auch kurz genannt. Akane? Ja? Du kannst es sagen? Ja, nee, ich kann es nicht. Ach so, gut. Okay, gut, weiter. Dann haben wir das ja in der nächsten Textbox.